Schock mit Rücken zum Tor. Mogel durch! Tor! Tor! Hallo Klotzi! Guten Tag, das zieh ich um gleich, oder was? Ja, du bist nämlich heute unser Spieltags-POV. Ich freu mich voll, ey. Sieht doch super aus. Klotzis Pause, ist das nicht hervorragend? Ist das ein Fan-Geschenk, Klotzi? Ich liebe es. Für die Halbzeitpause. Das ist von der Katrin, sie heißt in der Community Spielerlegendin. Das ist eine ganz, ganz liebe, die schickt mir öfter mal. Ich schätze, das werden Muffins sein heute. Auch verkabelt. Moin, moin, moin. Bis später. Das ist wirklich die erste amtliche Handlung. Erstmal die Tür aufkriegen, die ist nämlich sau schwer. Und dann innehalten. Einatmen. Das ist wirklich jetzt nicht gestellt, das mache ich wirklich jedes Mal, wenn ich hier ins Stadion komme. Das ist genial. Wenn es Leute geben sollte, die das nicht wissen, erklär doch mal, was machst du denn am Spieltag für Mainz 05? Ich mache das sogenannte 05er FM, das ist das Webradio für alle 05er Fans und für alle, die es mal werden wollen. Wir kommentieren jedes Spiel live und in voller Länge, nicht in Farbe, aber fürs Ohr. Ob das jetzt Meisterschaftsspiel ist, Pokalspiel, Testspiel. Ist eigentlich ganz egal. Let's go, da ist der Platz. Was mussten wir jetzt noch machen, bis das Spiel anfängt? Den Fallschirmrucksack, den ich auf habe, da ist alles drin, was ich zur Übertragung brauche. Das wird jetzt aufgebaut. Guck mal her. Das mache ich auch jedes Mal. Erstmal durchatmen, ey, die Treppen. Aber heute haben die Mannschaft gesehen, die war laut. Ja, Übertragungsgerät, Internet. Jetzt kommt gleich noch der Rechner. Ton 234, Ton 234. System läuft, da ist alles grün. Obligatorische Live-Tests, der geht ganz einfach. Hallo, hallo, höre ich mich, höre ich mich? Ja, ich höre mich. Wie viel Uhr startet die Übertragung, die Live-Übertragung? Sobald der Andi Bocchius anfängt hier rumzurennen. Habt ihr schon mal gesehen, hat ja auch schon mal ein POV gehabt. Da mache ich immer auf On, aber erzähl noch nichts, weil dann erstmal Stadionatmosphäre rüberkommt. Jetzt erstmal ein Tunnel. Oh, fertig aufgebaut und jetzt? Ja, jetzt noch mal was essen. Langsam fängt das Tunnel aber schon, wenn man aufsteht. Habt ihr gerade nicht Russland nach dir geguckt? Ja, Mann. Zwischenmenschlichkeit. Ich kenne viele Hörer und Hörerinnen, Namen. Wir treffen uns auch oder es gibt Meet and Greet oder sowas. Also das ist schon sehr persönlich eigentlich. Das ist eigentlich das Coole und es macht halt Spaß, die meinte Art, meinte Atmosphäre, alles das rüberzubringen. In die Welt, in die weite Welt, damit es mal einer kapiert da draußen, die Meter so gut. So, jetzt geht's gleich los. Ihr Lieben, Luft. Da kommt er! Hier ist 05er FM, der vierte Offizielle, der sogenannte Bo Svensson-Beauftragte, heißt Robert Hartmann. Achtung, aber da liegt Arbeit. Es gibt die erste Ecke für den SC. Jetzt der Parade mal weg, kommt da nochmal eine Chance hinterher? Nein, kannst du nicht. Uiuiui, ein bisschen was trinken zwischendurch. Wir warten. Für Barrero werden, der ist clever. Spiel. Das muss die pfeifen, Bastian Dankert. Er gibt gar nichts. Also gar nichts. So bleibt bei seiner Entscheidung. Und ich bleibe auch bei meiner Entscheidung. Quatsch. Oh, Jason Lee. Der kleine Gauner. Ingwersen. Ein Ball für den Torwart. Sendung nochmal mit einem langen Ball an die Mittellinie. Letzte Aktion in dieser ersten Hälfte. Also ein gutes Spiel unserer Mannschaft. Jetzt kommen wir erstmal ein bisschen runter, schnaufen ein wenig, gucken auf die Statistiken. Nein, es sind 45 Minuten. Und zwar genau jetzt. Gegen Aktion, das gibt ein Foul, das muss Geld geben. Gibt's auch. Ja,
noch eine gute halbe Stunde auf der Uhr. Ein Endchen, ein Millimeter für Nelson Viper. Wow, Zentner. Sau wichtig, Robin Zentner Parade. Viper auf den Mann. Ach, schade, hat er nicht in die Ecke drücken können, Nelly. Langer Ball Ajorg kommt nicht dran. Ja, das wird knapp jetzt. Es droht die erste Pleite nach 5 ungeschlagenen Spielen. Zentner geht mit vor oder nicht oder wie? Freiburg blockt ab, das wird es wohl gewesen sein. 10 Sekunden bleiben noch, um noch mal gegenzuarbeiten. Nachspielzeit ist rum, aber es gibt noch mal einen Wurf. Widmer, Hälfte der Freiburger Hälfte. Weiter, Schleuderwurf an den 16er ran. Kopfballverlängerung, Bell. Ajorg mit dem Rücken zum Tor. Mogel durch! Ein Erlebnis in der MEWA Arena, mal wieder, und eine wunderbare Leistung unserer Mannschaft. Ja, Mann, danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Interesse, danke fürs Mitmachen, danke fürs Mitfiebern. Bis dann. Tschö, Benut. Ich musste leider runter zu den Interviews, deshalb konnte ich deinen Gesichtsausdruck jetzt nicht mitfilmen beim Last Minute 1-1. Zeig mal, wie war der denn ungefähr? Der müsste ungefähr so gewesen sein. So ungefähr. Also in Kurzform. Aber das sind die geilsten Dinge einfach, wenn das hinten raus noch so abgeht. Ja, jetzt machst du das schon so lange, Klotzi. Es ist trotzdem immer wieder was Besonderes. Ja, muss man so sagen. Auch jedes Spiel ist ja was anderes. Und deswegen ist der Job auch nie der gleiche. Aber das ist halt immer von neuem wieder. Richtig geiles Erlebnis. Und wenn das heute so abgefeiert wird, Flutlichtspiel, passt alles zusammen, ist immer wieder von vorne das Geilste, was du machen kannst. Ja, Karim, wo fangen wir an? Vielleicht erstmal Glückwunsch zu diesem Unentschieden. Glückwunsch auch dir nachträglich. War das so dein spätes eigenes Geburtstagsgeschenk? Ja, es ist einfach schön, ja, heute natürlich zu treffen. Und ja, es war sehr turbulent in den letzten Minuten und ja, ich bin froh, dass wir das noch gezogen haben. Spur mal ein bisschen zurück. Wie würdest du das Spiel beschreiben? Du warst sicherlich am Anfang nicht auf der Bank, aber so in deinen eigenen Worten, dass wir mal eine kleine Zusammenfassung haben. Ja, von Anfang an gut eigentlich. Die ersten Minuten richtig gut drin gewesen. Ein Tor gemacht, ein knappes Abseitstor. Torchancen rausgespielt, zweite Bälle gehabt. Eigentlich richtig gut drin gewesen. Hätten uns vielleicht sogar ein Tor verdient vor der Halbzeit. Und dann in der zweiten Halbzeit war so ein bisschen Bounce Back, da hat nichts mehr so richtig zusammengestimmt. Viele zweite Bälle hat Freiburg gehabt, viel auf Gregoritsch hoch vor, die Duelle auch oft verloren. Dann ist es immer in unsere Richtung gegangen und genau das wollten wir verhindern, das haben wir dann zweite Halbzeit nicht mehr geschafft. Und ja, dann können wir am Ende noch froh sein, dass wir da den Punkt zu Hause lassen. Du sagst das so lapidar, wir können so froh sein, aber das ist harte Arbeit, oder? Also ich meine, was musstet ihr tun? Ich habe es auch so gesehen, ihr habt den Kopf hängen lassen, aber ihr habt immer weitergemacht. Also wie wichtig ist es auch, diesen Willen zu behalten und nicht aufzugeben, weiter anzurennen, selbst in der, keine Ahnung, was war es, 95. Ja, natürlich sehr wichtig. Das zeichnet uns ja auch hier aus in Mainz. Jeder Spieler will immer Vollgas geben und auch die Spieler, die was reingekommen sind. Da hat man gesehen, dass die nochmal Dampf gemacht haben. Und ja, ich bin froh, dass wir da noch wirklich am Ende dann ein bisschen was zulegen konnten, gefährlich werden konnten im 16er, ja, und dann das Tor noch machen konnten.
Wie wichtig kann so ein Unentschieden auch sein? Jetzt gar nicht mal auf so eine, ich sag mal, ungeschlagene Serie, sondern halt einfach nach so einem Spiel, wie du es auch gesagt hast, wir haben sehr, sehr gut gespielt, haben den Kopf dann hängen lassen. Aber wie wichtig ist das 1-1, was wir auch mitnehmen, um zu zeigen, ja, dieser Wille, dieser Ehrgeiz, der stimmt zum Ende und das müssen wir immer wieder machen und mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Das ist das, was uns auszeichnen muss. In den letzten, ich glaube, 5-6 Spiele sind es jetzt, sind wir ungeschlagen, haben richtig gute Bilanz, haben gute Spiele gemacht. Heute war die zweite Halbzeit nicht so gut und trotzdem nehmen wir einen Punkt mit. Und genau das ist da, wo wir dran anknüpfen müssen, dass, wenn es auch nicht mal so läuft und du bist hinten, da hat es schon andere Spiele gegeben, wo wir dann nicht mehr zurückgekommen sind. Und heute sind wir gegen eine gute Freiburg-Mannschaft zurückgekommen. Und ja, ich denke, so kann man auch jetzt arbeiten in der Länderspielpause und dann hoffentlich in Leipzig auch was holen. Wir müssen kurz einmal zur Szene kommen, Robin. Tu uns den Gefallen und beschreib uns mal das Tor von Doan. Beschreib es uns einfach, bitte. Gut, ich glaube, Gregoritsch verlängert den Kopfball. Ich versuche dann rauszukommen. Eddie versucht, Doan, glaube ich, dann zu blocken. Gelingt uns beiden nicht optimal. Und ja, dann macht das sehr clever. Aber wir müssen es auf jeden Fall dann einfach klarer klären. So, und jetzt vielleicht mal zum schönen Part. Bis dahin fand ich, war unser Spiel einfach nur gut. Irgendwie, es klappte alles. Ich habe so viele gute Szenen von so vielen Leuten gesehen. Da gehört es natürlich auch du dazu. Fass uns vielleicht diesen, ich nenne es mal die erste Spielhälfte bis zum Tor mal zusammen. Ja, wie gesagt, gut. Wir haben gute Abstimmung gehabt, uns gut gegenseitig gesichert, viele Zweikämpfe gewonnen, gute Lufthoheit gehabt, gerade hinten in der Kette. Ja, und auch bei den zweiten Bällen waren wir besser. Wir waren aktiv, sind dann aber so ein bisschen fahriger geworden, schläfriger geworden, weniger die Zweikämpfe angenommen, weniger zweite Bälle gehabt. Auch von den Kopfbällen her gegen Gregoritsch dann deutlich mehr verloren als erste Halbzeit zum Beispiel. Und so haben wir dann Freiburg so ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Wie kann man sowas dann erklären, dass man nach diesem Tor vielleicht sich so hängen lässt? Also was ist das? Ist das dann wie so das oft besprochene, so der Kopf, dass man einfach dann nicht mehr wach genug ist? Ja, es war dann halt auch ein anderes Spiel. Also wir hatten dann einfach deutlich mehr zweite Bälle zu verteidigen. Freiburg hat eigentlich nicht mehr so viel fürs Spiel gemacht an sich. Stand tiefer, wenn wir den Ball hatten, ist früh rausgeschoben, früh den langen Ball gespielt, wenn sie den Ball hatten. Und ja, dann hat sich einfach das Spiel verändert und damit haben wir lange gebraucht, um damit klarzukommen und da Lösungen zu finden. Wie wichtig ist es dann auf der anderen Seite trotzdem, wir sehen, wir wechseln einfach Leute an, wir wechseln immer mehr Dampf ein, immer mehr Dampf. Also zum einen, wie wichtig ist auch diese Bank, die wir haben und wie wichtig ist dann halt die Möglichkeit, die zu nutzen und dann auch diesen Kopf zu bewahren und diesen Ehrgeiz zu bewahren und dann am Ende dieses Spiel noch so halt zu Ende zu bringen? Ja, extrem wichtig. Wir haben einen sehr breiten, sehr hoch, mit einer hohen Qualität ist unser Kader bestückt und das hilft uns dann in so Situationen, wenn wir vielleicht auch nicht mehr weiterkommen, dass wir dann einfach Top-Jungs nachlegen können, die alle Stammspieler sein können. Und deswegen schießen wir dann auch am Ende das Tor, glaube ich. Ist das auch was man mitnimmt als ganzes Team? Also nicht nur für Karim, sondern was man auch mitnimmt in die Länderspielpause, dass man sagt, okay, da hatten wir so, ich nenne es jetzt einfach mal frech, so ein bisschen das Tal nach diesem 1-0, aber dass man hinten dieses Spiel dann noch zumindest zum Unentschieden dreht? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch unser Anspruch, dass wir ein Heimspiel immer gewinnen wollen und dass wir bis zum Schluss alles geben, um das halt nicht zu verlieren. Ich glaube, das hat man dann auch am Ende gesehen. Was machen wir jetzt, um, ich sag mal, diesen Flow mitzunehmen? Ja gut, auf jeden Fall an den Sachen arbeiten, vor allem diese Konstanz beibehalten, dass wir es schaffen über 90 Minuten. Wir hatten es jetzt zuletzt letzte Woche in Berlin, wo wir es nicht geschafft haben über 90 Minuten, jetzt heute. Und das muss uns wieder ausmachen, wie davor in den Spielen, dass wir es schaffen, 90 Minuten unsere Leistung auf den Platz zu bringen und dann hätten wir so ein Spiel heute auch gewonnen. Letztes, ich habe dich dann in den Fernsehbildern jubeln sehen, direkt nach diesem Tor. Ich habe gar nicht gesehen, warst du vorher schon da vorne oder war das ein Sprint? Ja, es war fast ein Sprint, ja. Nee, war schon ein Sprint, glaube ich. Also kannst du mir, okay, du warst erst hinten. Ja. Bitte beschreib mir den Moment auch mal so, denn du stehst da ganz hinten, du siehst, was passiert und was dann da abgeht und das ist ja auch ein weiter Weg. Ja, ich habe auf jeden Fall erst nochmal zweimal zu jedem Schiri geguckt, an die Seite, Mitte, ob irgendwie was gewesen sein könnte. Und dann natürlich sehr emotional, weil wir wussten, es ist wahrscheinlich die allerletzte Situation.
Und deswegen, ja, wie gesagt, ich glaube, extrem verdient der Ausgleich im Großen und Ganzen. Und dass du jetzt hier mit einem guten Gefühl oder halbwegs guten Gefühl auch rausgehen kannst.